Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Förderer des Bonifatiuswerkes, Gottes Augenstern, so haben wir in diesem Jahr unsere Weihnachtskarte überschrieben. Ein eher ungewöhnliches Motiv. Nicht Jesus, Maria und Josef sind abgebildet im Stall, sondern wir schauen auf die Erde, auf den zerrissenen Asphalt mit einer Pfütze, wo sich der Himmel in dieser Pfütze mit einem Stern widerspiegelt. Der zerrissene Asphalt steht symbolisch für die Zerrissenheit unserer Welt und unseres Lebens, die wir gerade in diesen Tagen erleben. Wir stecken mitten im zweiten Corona-Winter und auch viele können an den Feiertagen liebgewordene Traditionen nicht so begehen, wie wir es gewohnt waren. Wir können nicht die Menschen treffen durch die Kontaktbeschränkungen, die uns vielleicht wichtig sind. Wir haben Sorge um unsere Lieben oder betrauern unsere Lieben, die wir verloren haben. Da werden so manche gebrochene und Zerrissenheiten unseres Lebens sichtbar und spürbar. Die Pfütze hat die Form eines Auges. In ihr spiegelt sich der geöffnete Himmel wieder mit einem leuchtenden Stern. Der leuchtende Stern steht symbolisch für die Geburt Jesu in unserer Welt. Das Geheimnis von Weihnachten drückt für uns aus, dass am tiefsten Punkt im Asphalt auch Gott sichtbar werden kann. Er blickt uns an und hat uns im Blick in seinem leuchtenden Auge. Und der Himmel ist ganz plötzlich nicht irgendwo in der Höhe, sondern dort, wo wir leben, arbeiten und stehen auf der Erde sichtbar. Das ist das Geheimnis und die Botschaft von Weihnachten. Gott kommt zu uns, wird in Jesus einer von uns. Er ist mitten unter den Menschen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Gegenwart Gottes in Ihrem Herzen spüren, in den Pfützen der Menschlichkeit, dass sich etwas widerspiegelt von dem Antlitz des Kindes, das uns Mut machen will für unser Leben. Und genau das möchten auch wir als Bonifatiuswerk, als Hilfswerk für den Glauben unterstützen. Durch konkrete Projekte vor Ort sollen die Menschen Glaubensräume erleben. Sie sollen erfahren, dass Gott uns im Blick hat und trägt, mit all unseren Sorgen, Stärken und Schwächen. Wir möchten Sie unterstützen, dass Sie wieder Anknüpfungspunkte für Ihr Leben finden. Wie sehr hatten wir gehofft, dass wir diesmal unbeschwerter mit unseren Angehörigen und Freunden die Festtage begehen können. Aber die Botschaft von Weihnachten sagt uns, dass es Hoffnung gibt. Dass die Hoffnung von Gott, die er uns schenkt, unendlich größer ist. Denn dort, wo wir in Gottes Liebe eintauchen, tauchen wir bei den Menschen wieder auf. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie die Erfahrung haben, dass Gott uns trägt, aber dass wir auch andere tragen können, zum Segen füreinander werden. Ich wünsche Ihnen auch im Namen des Bonifatiuswerkes ein gnadenreiches, gesegnetes Weihnachtsfest. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für das kommende anbrechende Jahr 2022 und bleiben oder werden Sie gesund.